Egal ob in der Waffel oder im Becher. In Italien sind wieder alle verrückt nach Gelato, der kalten Wunderspeise, den Touristen und der Sommerhitze sei Dank. Nach zwei schweren Dürrejahren, in denen der Markt um fast 20% einbrach, können sich italienische Eismacher wieder über die große Nachfrage freuen. Aber warum nur sind alle so verrückt nach Eis? Es ist erfrischend, durstlöschend, macht glücklich und ist ein Dessert. Deshalb wird es von Kindern sehr geliebt und deshalb wird es von vielen Menschen sehr geliebt, erklärt Eugenio Morone, Gewinner der Goldmedaille bei der Gelato-Weltmeisterschaft 2020. Italien ist nach wie vor der Spitzenreiter für handwerklich hergestelltes Eis. Rund 39.000 Eisdielen gibt es im Land, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 238 Milliarden Euro erwirtschafteten. So besser, dass die Touristen wieder da sind. Darum freut sich auch Gianfrancesco Cutelli, Betreiber einer der bekanntesten italienischen Gelaterias in Pisa. Wir haben einige Probleme, die Rohstoffe zu finden, die sehr teuer geworden sind. Aber der Verkauf ist eindeutig gestiegen. Es gibt viele Kunden, viele Touristen. Also, wir sind sehr zufrieden. Cutellis Geschmacksrichtungen reichen von klassischen Sorten wie Schokolade bis hin zu komplexeren Rezepten mit Mandel, Zitronat und Safran.